Hi und sorry nochmal für ein weiteres Video ohne Mathe. Morgen sollte es hoffentlich dann wieder weitergehen mit Videos, wo auch Mathe drin vorkommt. Mal sehen, ob ich das schaffe. Heute war ich auf jeden Fall schon sehr fleißig und produktiv, wie ich mir das vorgenommen habe. Ich habe 4 Kilo Erdbeeren gepflückt, richtig geile. Und mache dann nachher mit meiner Mama, ich bin nämlich im Heimaturlaub, mache ich mit Mama also Erdmarmelade. Blumen habe ich auch schon geerntet. Ich war heute Morgen nämlich joggen und habe die da erspäht und dann habe ich die gerade mit dem Fahrrad noch abgeholt. Und eigentlich wollte ich euch aber sagen, genau, deswegen mache ich das Video, ja, darf ich nicht vergessen. Ich habe herausgefunden, dass tatsächlich, und das hat mich voll überrascht, ehrlich gesagt, in Baden-Württemberg und Bayern nächste Woche nochmal mündliche Abi-Prüfungstermine sind. Das ist dann wahrscheinlich Fachabi, aber letztendlich sind die Themen genau die, die wir in NRW hier auch immer geübt haben in den mündlichen. Und darum will ich euch anbieten, euch nochmal so eine Zoom-Session zu machen. Also am Sonntag habe ich gedacht, um 17 Uhr. Den Link zur Zoom-Konferenz poste ich dann hier kurz vorher unter dieses Video in die Videobeschreibung. Und um 17 Uhr treffen wir uns dann und machen eine richtig komplette mündliche Prüfung von Anfang bis Ende. Das heißt, erster Teil, ihr kriegt eine Aufgabe von mir, Analysis, denke ich, nehme ich, und habt eine halbe Stunde Zeit, um das zu bearbeiten. Dann kommt ihr zurück. Geht in Breakout Rooms zu zweit und stellt euch das gegenseitig vor, wie ihr das in der Prüfung auch präsentieren würdet. Und dann kommt meine Präsentation, dass ich euch nochmal zeige, wie ich es gemacht hätte, so als Vergleich. Und dann kommt der zweite Prüfungsteil, wo ihr euch gegenseitig wieder in Breakout Rooms Fragen zum Thema Vektoren stellt, die ich vorbereite. Ich mache das dann so, dass ich euch wirklich auch alle Tipps gebe, die ich jetzt über die letzten Monate angesammelt habe. Einmal geballt alles, was ich mir aufgeschrieben habe. Ganz cool, weil das hatte ich mir eigentlich für nächstes Jahr aufgeschrieben. Und wenn ihr jetzt wirklich alle noch Prüfungen habt nächste Woche, dann kann ich euch das jetzt ja auch noch raushauen. Und dann hat sich das für dieses Jahr auch schon gelohnt. Genau. Ich freue mich, wenn ihr kommt. Das Ganze ist natürlich kostenlos. Ihr könnt immer gerne was spenden, aber ich will ja nicht, dass eure Abi-Noten vom Geldbeutel eurer Eltern abhängen. Also wird das for free sein, wie die letzten Male auch. Und ich freue mich, wenn viele kommen, weil die Vorbereitung ist schon immer ziemlich aufwendig. Und ja, wenn mehr da sind, lohnt sich das natürlich auch mehr. Also, Sonntag 17 Uhr, teilt das Video gerne oder sagt es euren Kursen weiter. Wie gesagt, ich freue mich, wenn viele kommen und ich habe Platz für, ich glaube, bis zu 100 Leute, wenn ich die Zoom Premium Lizenz dann wieder für den Tag freischalte. Also, wir sehen uns am Sonntag. Falls ihr noch Fragen habt dazu, stellt sie einfach in den Kommentaren. Und ich freue mich mega drauf und hoffe, dass viele von euch Bock haben, ein bisschen was für die mündliche zu machen. Lohnt sich auf jeden Fall, versprochen. Also, bis Sonntag, macht's gut, seid fleißig und ciao.